Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Gell? Haben ein bisschen Grünzeug vom Zuckerrohr, die Zuckerrohrhalme reingebracht. Seht ihr es? Ich habe zwei neue Features. Lianen mit Knoten dran. Ja, bis jetzt haben sie es noch nicht ausprobiert, aber das wird lustig, ne? Wenn sie es dann mal sehen. Und du holst dir auch ein Zuckerrohr. Ja, die sind süß, haben viel Eisen. Also weich, fausi. Wir haben doch so viel davon. Das verstreuen wir überall. Kriegt jeder was, gell? Komm. Ah. Du brauchst nicht eifersüchtig sein. Und die kriegen eine Wassermelone. Die Reste haben die, das Rote haben die Affen gefressen und die sind happy über das. Gell? Und Mahmoud wartet am Pool. Ich muss kommen. Ja. Guck mal, jetzt geht er wieder hin. Fuß erlauben. Ah ja, die wird schon. Die holt sich Scheuerzeugs. So fausi, so nett. Das sieht gut aus. Das ist mit Weiß dran. Das ist lecker. Hä, wo bist du denn jetzt? Sheila, ich komme zu dir. Ah, Heidi. Ja, du gehst zu dem anderen. Fausi, was ist denn immer los? Ich muss so einen Stock hier. Ja. Na gut, Mama geht baden, ist voll heiß. So. Ich komme gerade ganz erfrischt vom Pool, das Wasser ist echt kalt, muss man sagen. Mausi will schon einen Wärmer haben, Wasserwärmer. Sie hat den kleinen rohe Mango gebracht, die noch nicht fertig ist, aber das schmeckt denen auch. Die sind dann den Lianen hier schon, guck, schon dreckig. Schon rumgetobt, sich gescheucht. Guck mal, das ist die gleiche Farbe, ne? Das, so sieht's neu aus und so alt, schmutzig von der Hände und vom Staub hier. Naja, ist egal. Ja, der Bubu wieder nass und dreckig. Und ich warte, bis er fertig ist, weil ich will kuscheln. Und Sahara will auch was abhaben. Immer wenn jemand kommt, gell? Jetzt vergräbt er sich. Dann kommen sie und gucken. Und ich? Jetzt hat er gemerkt, er kriegt nichts, jetzt geht er schlafen. Für dich. Gell, Sahara, du bist so goldig. Guck mal. Eine sehr langsam wachsende Schildkröte. Hm, jetzt willst du die Mango. Bist fertig, ja? Zeig mal, wie ihr da rummacht. Die essen auch nur das Weiße von der Mango, die Schale nicht. Fausi, komm, Lalilu. Du bist zu faul, um hinterher zu rennen. Genieß deine Mango. Der kontrolliert hier. Ja, wir tun gerade die Affen beobachten. Ihre Verhaltensweisen. Okay, Fausi. Sind auch müde jetzt. Komm, Fausi. Komm zu Mama. Ich warte und warte und warte, dass du kommst. Den muss man 100 Mal einladen. Komm! Na endlich! Jo! Kommst du nicht alleine, muss ich dich fragen. Guck mal, Habibi. Oh, die Hände. Du Süßer. Der hat so wunderschöne Finger. Okay? Ja, bleib bei der Mama. Bleib bei der Mama. Ja. Die Ballerina. Habibi, komm zu Mami. Ja, kuscheln. Komm. Mami vermisst dich. Ja, mein Baby. Ja.
Die hat es gemacht und ich habe es nicht gefilmt. Jane! Hübscher Fausi. Hallo Rosalie. Wir sind auf den Namen gekommen, weil ich gestern doch ein Brautkleid anhatte. Und dann noch eine Eule. Rosalie. Na, zeig mal, kann ich jetzt besser fliegen? Hallöchen. Die Eulen wird tun auch nicht beißen. Habibti. Rosalia, da sind noch die Reste, die frisch heute Nacht noch, ne? Na? Hallo. Rechts, links gucken. Hübsche Maus. Also Mahmoud, habe ich es gesagt, das Video hat er gar nicht verstanden. Der hat gedacht, ich habe sie freigelassen. Der hat es gar nicht richtig angeguckt. Und habe gesagt, nee, die ist bei uns jetzt. Oh ja. Also nicht schlimm. Na gut, also gehen wir wieder. Gucken wir nach dem Kaninchenbaby. So, das kleine Mäuschen. Guck mal. Ja, kein Weißling. Was ist denn am Ohr hier? Ich denke, das ist rot. Achso, das ist. Nee, alles gut. Ja. Das ist schon groß. Na ja, klar, als einziges Baby muss man groß sein, wie der Schnuddel. Guck mal, das sieht aus wie eine Wirbelsäule, aber auf der Haut. Genau, wunderschön. Hm. Ich hab mich schon ein bisschen verliebt, gell? Komm, nicht nachdenken, nicht nachdenken. Weiter geht's. Mutter kümmert dich. Guck mal, wer als nächstes hier Babys hat. Vielleicht halte ich auch zwei. Weißt du? Nur zwei hier Kaninchen drin, fertig. Ja, gucken wir mal hier durch. Was machen die? Eins, zwei, drei. Sieht man nicht durch, leider. Ja, wir kommen, wir kommen. So. Hallöchen. Nein, Mandy, bleib drin. Komm, Mandy. Guck mal. Dexi. Die Augen sind offen. Dexi. Und du, der hat die schönsten Augen, der. Der kam mit der Augenkrankheit. Und jetzt. Warte mal. Ja, ist auch gut. Ja. Also, der ist schon schön, gell? Heidenei. Du, Mandy, du hast auch so schöne Ohren. Wer hat größere Ohren? Der, ja, das ist auch ein Straßenkater. Guck mal, die ihre Ohren. Die sieht aus wie eine Sphinx. Guck mal, das riesen Fledermausohren hat die Mandy. Gell, Mandy? Und das sind Shirazi. Guck mal den an mit seinen schwarzen Lippen. Oh, Foto. Oh. Habibi, ist das goldig. Oh, und hat sie ihn geleckt, hast du gesehen? Einmal drüber geleckt. Also der ist schon fast hübscher als der Dexi, gell? Wahnsinn, du Kleiner. Der schielt noch ein bisschen, gell? Ja, dass die Augen so irgendwie so und so. Ja, wie ein Chamäleon. Ja, das dauert noch. Cool. Ja, Dexi. Ich wollte jetzt Foto drücken und habe ausgemacht. Foto. Hier, bitte posieren Sie. Oh, ist der goldig. Ja, jetzt sind sie genau 3 Wochen alt und ein Tag. 22 Tage. Süße Mäuse. Na? Oh, Baby, du bist mein Favorit jetzt geworden. Also, nee, der Straßenkater Dexter hat auch was hingekriegt. Guck mal, der hat auch diese schöne, diese Zeichnung hier im Gesicht, wie der Bambi. Der ist wunderschön, der kleine Mann. Schnuddi. Dexi, du machst mir Sorgen, du bist so komisch, so ruhig. Ja, müde. Müde sein. Der läuft auch nicht so rum. Ist ja zu schwer. Mutti, du musst wieder stillen. Schau mal, da gehen wieder die. Also Schnecken sind es keine. Das sind Blattschneiderameisen.
Die kommen und fressen die Blätter. Die machen so runde Stücke und tragen die nach Hause. Um ja. sich einen Salat zu machen. Machen sich ein schönes Salat, aber schon ein giftiger Baum eigentlich. Ah, wenn es denn nicht schmeckt, tun sie die ganze Brut verrotten. Mahmoud. Eder, ja, Mahmoud. Um 1 Uhr nachts gehen wir in den Pool. Ich, wie die Verrückten. Und Bambi, der trinkt im Stinkewasser. Stinkefußwasser. Der Durst. Das Wasser ist schön warm, sagt Mausi. Aber wo sie jetzt drin ist, hat sie doch gesagt, ein bisschen frisch. Ausgerechnet immer, wenn wir in den Pool gehen, kommt eine richtig kalte Brise mit. Ja, das ist's. Aber wir haben trotzdem 30 Grad jetzt gerade noch. Aber es kühlt ab auf 23. Nachts um 1, 30 Grad. Ja, Leute, warum bin ich wach? Ich habe mich um 4.30 Uhr hingelegt und bin um 11 Uhr aufgewacht. Einfach mal kurz 6 Stunden hingeschlafen. Ich verstehe das gar nicht. Mahmoud hat mich hat gedacht, was ist das? Der hat mich einmal geweckt. Ich so, lass mich. Nee, aber wenn der Körper braucht, dann liegt man da. Und jetzt bin ich natürlich hellwach. Und Mausi sowieso. Und die ganzen Mädels da draußen sitzen auch und kickern rum wie die Hühner. Hehehe, huhu, tanzen, singen, lachen. Die Ägypterinnen da auf der Bank draußen, die Nachbarn. Da habe ich keine Lust, gell? Ich geh lieber in den Pool. Der Rosalie habe ich ein Stück Putenfleisch gegeben und ich denke mal, wenn wir fertig sind hier mit dem Pool, dann gucke ich mal. Wenn nicht, dann muss ich nochmal ein Küken geben. Aber irgendwie glaube ich, das ist eine junge Eule. Dass die noch nicht fliegen kann, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und die ist irgendwie auch zahm. Also ich konnte die anfassen. Das ist auch blöd, ne? Das soll man ja nicht zahm machen, wenn man sie freilässt. Ja, nächste Überraschung. Was war noch? Ah ja, machen wir das Überraschung. Mahmoud hat, ich habe nichts gekocht. Mahmoud hat heute Full and Tamer Sandwich gebracht. Ist auch gut. Hackfleisch habe ich mal raus. Vielleicht kann ich morgen der Eule Hackfleisch geben. Sonst weiß ich auch nichts. Und wir haben versucht, wieder den Pool anzuschließen. Alles voller Wasser. Wir lassen es jetzt. Immer wenn ich da bin, wird alles schief. Geht alles schief. Geht alles unter Wasser. Ach was. Wenn wir fertig sind, tue ich die Klammer ran und dann machen wir den letzten Versuch, weil ich will, dass die Pumpe läuft nachts. Das Wasser ist glasklar. Ich war ja mit dem Barber heute auch drin. Ja. Um nachmittags um 15 Uhr war ich mit dem Barber hier drin. Kurz. Ja, dann war es auch sehr kalt. Ja. So sieht's aus, gell, Bambi? Als wir es neu eingefüllt haben, war es voll warm. Ich weiß nicht, es wird immer kälter. Wird immer kälter. Das wird schon noch. Aber es ist sehr. Und die Reste von Full and Tamer Sandwich haben die Affen gekriegt, weil das kennen die. Die Ägypter füttern das natürlich. Full and Tamer, das ist vegetarisch, vegan sogar. Was wollt ihr? Naja, ab und zu sind ja alles Fresser. Hat sich gefreut auf Ausi. Also ich komme mit Kopfsprung. Tschu! Dann stehst du so, okay? Ganz kalt. Okay, bis gleich. Judith schläft natürlich, gell? Der hat Fußball. Der Fußballprofi ist fix und alle. Der kleine Mann. So süß, der Jonas. Hier ist da unten die Mandy. Ich habe die kurz rausgelassen. Nur kurz um frische Luft. Ruf und Ruf. Jetzt hat sie gerade den Vogel gefangen, frisst gerade den Kopf. Ja, so ist es hier, Natur pur. Ich wollte gerade hier Frischfutter. Dann machen wir das später. Ja, Supanala, ich zeige es euch noch von Weitem. Dem kleinen Baby geht's gut. Dem Rabbit. Rabbi. Rabbi heißt ja auf Italienisch, sage ich schon. Ah, auf... Arabisch, dumm, Rebbi, aber mit dem Rehn, nicht mit dem rollenden Ra. Guck mal, wir haben gestern so eine kleine Box gemacht. Ja, die Mutter, glaube ich schon, dass sie säugt, weil der schreit nicht, ist alles gut. Der ist halt alleine, der Mau, der Mann. Ich denke, das ist eh ein Mann. Hübsch ist er. Ja, also wenn er zahm wird, dann behalte ich ihn. Gell? Und gucken, was da noch so kommt an Babys. Und dann behalte ich nur 2 Mädels oder maximal 3. Nicht mehr. Wir wollen nicht so viele Kaninchen. Zum Liebhaben. Fertig. Okay, mach mal Licht aus. Bist jetzt immer noch dabei. Na gut, dann fütter ich die anderen Tiere.
Ich habe halt Angst, dass der Dexi kommt, der Dexter. Oh, die Flaschen mache ich voll. Dass der da rumschnabuliert an ihr. Ich brauche auch kein Rumschnabulieren. Ja, also die Eule hat es, ich habe heute Nacht kein Küken gegeben. Rosalie hat, die haben Durst, ja. Rosalie hat das Putenfleisch auch nicht gegessen. Ich probiere es nachher mit Hackfleisch und wenn nicht, dann muss man wirklich gucken. Und fliegen kann sie auch nicht. Ich habe sie gefangen und die hat mich gekrallt mit den Fangkrallen, aber nicht gebissen. Ja, hier machen wir auch gleich wieder neu. Hallöchen! Na? Alles gut hier. Gell, Kuschi? Ihr habt ja noch ein bisschen was. Ah ja, gestern ist wieder, seht ihr, das meine ich, gestern ist wieder ein Nackthalshuhn gestorben und das war ein Küken von der Penny. Die sind halt nicht geimpft. Der Impfstoff, den gab es nicht in Luxor und da hast du es dann. Genauso wird es mit diesen Küken sein. Die werden dann ein halbes Jahr hier leben, ein Jahr und dann Ende. Dann kommt der Virus, irgendwas, sah mir aus wie Sternguckerkrankheit, die hat immer nach oben geguckt. Kann ich dann halt auch nichts mehr machen. Voll Kopf verdreht, alles, ich habe sie erlöst und das war's. Und den Hunden gegeben, ne? In die Prärie geschmissen. Knallhart ist so, aber die Hunde brauchen halt auch. Die haben immer wieder Welpen und so. Und der schöne Hund, der lebt nicht mehr. Aber der Bruder von dem, den hat jetzt der andere, der Nachbar, sich geholt. Aber die Kinder wissen das nicht. Sonst würden sie den Hund, das Hund, sonst würden sie den Welpe zurückfordern. Naja, ist nicht mal der, sag, mein Problem. Was willst du da immer sagen? Den Leute, weißt du? Und die Kinder, die können den eh nicht so. Aber besser bei den Kindern, muss ich echt sagen, weil die binden den nicht an. Wie der. Gut, der ist jetzt ein Welpe, der läuft frei rum. Das ist der Typ, wo die Kuh auf das Ding gefallen ist oder was auch immer. Wo die zwei Hunde vorm Haus vergiftet worden sind. Ja. Und dem sein Bruder, der hat ja den anderen Hund, der hat sich aufgehängt. Ja, so sieht's aus. Machen wir ein bisschen her. Ein bisschen Regen machen. Hallo, es regnet. Es regnet, es regnet. Ägypten wird nass. Ja, Kuschi, du auch. Jeden Tag ein bisschen. Bisschen Erfrischung. Sonst wird sie nicht so schön aussehen, so weiß. Ja. Und die hauen ab, die Ziegen. Ja, war mir klar. Gut, dann gehen wir mit dem noch zu den Brummi. Die brauchen auch noch Wasser. Ja, andere Seite. Ja, gut. Die Affen, die habe ich auch schon mal geduscht, aber die hassen das. Also, das machen wir nicht. So, Moment, ich muss ausmachen. Mit 100 Händen geht das nicht. Ja, Leute, und es ist hier so, das ist mir jetzt aufgefallen, wenn die Hühner mal Basic, diese Basisimpfung bekommen haben, wie der Elvis zum Beispiel, der lebt ja auch, der überwindet alles. Und die haben ja auch zum Teil die Basisimpfung bekommen. Die Penny auch. Deswegen hat die auch so viel überlebt. Ja, und das ist das Ding. Hier das Wasser reingebracht. Nee, noch nicht. Ja, und das ist das Ding halt. Wenn du nicht die sagen halt, man muss alle 6 Monate impfen. Aber was ich hier gesehen habe, das ist gar nicht so. Die leben ja immer noch. Die habe ich jetzt dieses Jahr gar nicht geimpft. Letztes Jahr glaub auch nicht, weil der Impfstoff nicht da war. Ja, und immer noch. Alhamdulillah. So ist es. Kinder nicht rauskommen. Nicht rauskommen. Nein. Upsala. Der hat immer noch den Pickel da. Aber gut, das ist nichts Schlimmes. Aua. Also nee, wenn so eine Beule. Warte mal, warte mal. Da könnt ihr sehen. Ihr habt Durst. Ja, ich weiß. Und die haben schon wieder ausgeleert. Ja, guck mal, Leute. Das ist halt einfach zu klein. Guck mal, das fällt um. Das ist auch nicht so ganz... Das Weiße werde ich auch. Das Braune geht, das lasse ich hier, das ist auch größer. Aber das Weiße ist neben der Kapp. Ja, das ist halt... Guck mal, trinkst du aus der Flasche. Marschi. Na, hat's geschmeckt? Ist der Vogel weg? Oder hat Tiki dir den geklaut? Ja, wo ist er denn, der Vogel? Ja. Na gut. Dann geben wir jetzt Futter. Da ist der Löffel. Guck mal, der kleine Schnuddi ist da. Tiggy Wiggy, bist du hier mit dem Vogel? Nee.
Guck mal, der Dexi heute, Augen offen, die Donna, hallo. Und Schnuddi. Ah, ich habe gehört, wenn man ein M hat, aber der Dexi hat es auch. Dexi hat auch ein M. Dann gehört man zu den alten Rassen der von ganz früher, von den Pharaonen. Also, hier, Dexi. Und Donna hat es nicht. Du hast es auch nicht. Gut, jetzt gibt's erstmal Futter. Wollte gerade sagen, wo ist das Seil? Habt jetzt schon das Seil runtergerissen? Hab ich nicht richtig gemacht. Das geht noch. Also, nee. Ist das ein Saustall hier, gell, Gobi? Und der Bubu wieder in der Drecksbrühe. Ja, na gut. Die Mango ist da hinten. Die kriegt er noch nicht raus. Hier in dem Eck da. Jetzt guckt er rein, was alles gibt. Na, dann guck mal. Hier, machen wir hier. Hier drauf. Komm. Kriegt der Gobi auch was. Guck mal. Ein bisschen Rucola. Und wo ist Sahara? Sahara, wo sind sie? Haben sie sich auch vergraben? Das gibt's doch. Guck mal. Ach so, ich dachte gerade, der Reifen wäre Sahara. Die spinnt doch, die Sahara. Da bist du. Wie bist denn du da reingekommen? Friss mal in der Ecke da. Das kriege ich mal nicht raus. Ja, dann sollen sie es rumprobieren, bis sie es abfressen. Kann man auch sich beschäftigen. Du, gell? Ja? So. Haben wir noch ganz viele Tomaten und dann gehen wir in den Pool, mehr Scheiß. Heute ist wirklich mit Tropfdebris, gell? Muss man abduschen und dann nein, nass. Wo bist du? Was los? Ich kann nicht kommen, ich habe jetzt alle Tiere versorgt und jetzt bin ich am Entspannen. Mama Time, ich habe dir dein Frühstück gemacht, was brauchst du noch? Ich komm hoch, Maschi. Bade, Aschrinde, Gei. Oh. So, Dele. Alles wieder hier in Ordnung bringen. Guck, der bleibt bei der Mango. Die bewacht er. Und du? Was ist gekommen? Ja. Fang mal. Das ist immer so cool, wie die fängt. Eins, zwei, drei. Hops. Also. Und dann ist jetzt voller Dreck und dann tut sie mit den Händen das trocken machen. Eins, zwei, drei. Ist reingefallen. Da ist schon mal eine Pfirsich gelandet. Also weich. Jetzt haben wir eine Tomate verschwendet wegen deiner Schüchternheit. Dann komm hier, da kann nichts fallen. Na komm, leave me alone. Ah, so, das tun wir mal raus aus dem Dreck. Hey, denei. Sind das leid? Gell, Gobi? Dann gehe ich mal eine Duscherle machen. Wie der Schwob sieht und der frisst die Mango. Wie cool. Ja, psch, das mag Mione sein, aber die ist nicht reif. Braucht er nicht essen, kriegt der Bauch weh. Okay. Ja. Bisschen Brot. Und noch mehr Tomaten. Wir müssen nämlich heute. Guck mal, sowas mag ich nicht. Auseinandernehmen. So. Müssen nämlich heute mal wieder einkaufen gehen. Ich weiß nicht, ob ich heute Lust habe. Schauen wir mal. Gell, ihr werdet nicht verhungern. Soll ich dir eine geben? Hier mit Wurm drin. Proteine. Willst du fangen? Also, ne. Fängst du? Also, dann nicht. Ich gehe dann. Sodele, weiter geht's. Jonas isst Pommes mit der Mama und es gibt Cookie. Da hinten ist noch mal drei Cookies. Da ist schon fertig die Pommes für den Barber. Und Kofta, heute ist Fleischtag. Na? Bon Appetit. Wir haben uns voll lieb. Wenn der Papa da ist, sagen wir immer, wir haben uns gar nicht lieb. Ach was, wir haben uns alle lieb. Bon Appetit. Mausi ist gerade aufgewacht. Die war ja um 2 Uhr mit mir noch wach. Und ja, die mag jetzt kein Fleisch zum Frühstück, gell? Genau. Ja, erst essen die großen Affen und jetzt fressen die kleinen Affen. Das ist ein kleines Traubeneis. Wir haben how many degrees? 44, 44. Jetzt kriegen sie ein schönes Eis. Full hot! Okay. Und wir sind schon am gucken, wo wir jetzt Küken herbekommen für die Eule. Wir müssen Küken kaufen. Ja. Und Fliegen üben. Ja. Die muss frei werden, die Rosalie.
Hallöchen. Dexi, bist du am Laufen? Wo geht's denn hin? Guck mal. Gerade eher von ihm habe ich gedacht, der läuft nicht rum. Lass mich mal kurz filmen. Oh, ist die süß am Schlafen. Und Schnuddi. Schnuddi. Die soll mir Dexi zeigen. Hallo, Dexi. Du Sheila. Der schielt heute. Gestern hat er geschielt. Oder sie. Ja. Oh, und so weich. Diese Pfötchen sind so weich, dass man die nicht mehr spürt. So, wie bei der Eule. Da, das ist Eis. Das ist Eis. Guck mal, da hört man schon die Lotte. Habt ihr das gehört? Bumm. Die hört uns sprechen und kommt. Hier. Probier mal, ist es lecker. Nee, das ist doch ein Feuerwasser. Guck mal den an. Lass mich mal kurz probieren. Ein Eis, ein Affeneis. Nein. Hier, nimm dein Eis. Lass los. Der hat es fein gelassen. Der. Ja, ich habe es ihm gegeben. Komm. Komm, du gehst jetzt mit rein, weil der ist eh beschäftigt. Doch, komm rein. Ich dich, guck mal, jetzt geht's raus auch noch. Oh nein. Schöne. Wo ist sie? Da oben. Mach mal zu. Und frisches Wasser, bring mal den Schlauch bitte. Sheila, komm. Kriegst auch dein Eis. Komm. Ja. Komm, kriegst dein Eis hier. In der Hitze. Und die Mango habt ihr auch nicht gefressen. Du, gell? Also. Komm schnell. Schnell komm und mach dir. Sheila, ist jemand gestorben? Komm. Warte. Heidene. Nach dem Maghreb wird er zum Friedhof gebracht. Jetzt. Also, das sind Affen. Schön kalt. Wow. Wieso schmeiß ich ihn immer auf den Boden? Na, jetzt heb ich es nicht mehr auf. Also, nee. Guck mal, eine Liane haben sie schon runtergerissen. Die sind Rabauken. Und der Gobi will raus und weiß nicht wie. Selber schuld, wenn man sich da einpfercht. Jetzt muss ich dich rausheben. Dieses Auto, weißt du, macht sich selber Gefängnis. Jetzt gucken wir gerade, wo ist die Sheila? Wer frisst das Eis, der Gobi? Du, das gibt's doch nicht. Gib das Ding her. Die Tüte weg. Du, gell? Schill die Eis. Also, ne. Oh, ja, ja. Sheila, jetzt wollte ich gerade sagen, bist du es, Sheila? Komm. Komm, Sheila. Ach, dass die immer so Schiss hat. Komm. Und du? Dann nimm du das. Hier, Sheila. Fausi, du bist unmöglich. Der hat die soll jetzt reinkommen und sich daran gewöhnen. Das wird nicht schlimm sein. Der liebt sie doch auch. So, jetzt hocke ich mich mal hierher. Ich setze mich. Dann gucken wir mal das Spektakel an. Genau. Der kennt ja Eis. Ich weiß nicht, ob die Sheila Eis kennt. Die Zuschauerin hat auch immer so Joghurtbecher voll gemacht mit Milch und Nüssen und Sachen rein und eingefroren. Also ich kenne das. Ja, ja. Aber jetzt nicht das, sondern so aus Joghurtbechern rausgeschleckt. Genau. Ja, und jetzt nimmst du Gute von... Also weich. Das ist halt der Chefbonus, gell? Habibti. Es tut mir leid. Aber du hast gehört, da hinten ist es. Soll ich es holen?
Die Arme, die ist immer der letzte Säckel. Du, gell? Unmöglich. Wo ist denn? Da. Fängst's? Ups. Wie Sheila. Ja. Es ist von dir, nimmt es von mir nicht. Guck mal, jetzt frisst es von deiner Hand. Wie goldig. Ja, die, das ist fremd für die. Und der kommt wieder zu meinen Füßen. Hey, gibt's da was? Kann ich dir nicht in den Zeh beißen? Nein, ich habe Schuhe an. Ha, Gobi. Fausi. Ach ja. Ist nicht so ganz ihr Ding. Die denkt, oh, ist das kalt. Nicht gut für die Zähne. Ah, die hat eine Traube gefunden am Boden. Das schmeckt ihr. Weißt du, musst auch immer mehr hier reinkommen. Gut, dass du jetzt hier sitzt und dann immer ein Stück nach vorne. Weil du gehörst auch mit zur Affenbande. Bist auch ein Aff wie ich. Ah ja, das ist unsere Familie, Affenfamilie. Und das müssen die akzeptieren. Und wenn der auf dich losgeht, brüllt der Gorilla und der bin ich. Du hast nichts zu melden, Fausi. Deswegen, sobald er dich so diesen Blick macht oder sauer ist auf dich, guckt er immer mich zuerst an, ob das erlaubt ist. Und ich sage immer nein. Dann machst du diese Augenbrauen runter, nicht hoch wie er, und versuchst ernst zu sein, nicht lachen. Das ist halt lustig, ich weiß. Muss ernst sein, damit er erkennt, du bist über ihm. Er versucht, na klar, dich zu dominieren und zu unterdrücken. Und er ist nämlich dann einen Rang gerutscht, weiter runter, wenn du jetzt hier noch reinkommst, weißt? Vom Affenrang ist er der Boss mit der Sheila. Aber wenn wir drin sind, dann weiß er, okay, hat nichts zu melden. Oh, wie sie Durst haben, das arme Sheila-Mäuschen, das Dreckswasser mit dem Bubu, gell? Mit so einem Mann zusammen sei. Ha, nein. Ist die saubere Sheila. Na gut, Leute, ich glaube, das war's im Video. Heute war mein Beauty-Day, ne? Der Dschungeltag, den Dschungel entwirrt an einem selber. Alle 40 Tage. Der macht dir nichts. Du hast was zu essen. Und er kommt schon ganz lieb zu dir. Guck. Wo ganz rot wird so die Mausi. Ihr fein. Mausi, das merkt er, deine aufgeregt. Mal, wie du aufgeregt bist. Du atmest auch viel schneller. Ganz cool bleiben. Weil wenn wir nach Kairo gehen, will die Mausi nicht mit, dann bleibt sie hier bei den Äffle. Sie muss sowieso eigentlich nicht mit, weil den Pass kriegen wir alleine ohne sie. Ich kann schon mit ihm reden, nicht so wie die Statue. Ein Armut. Mausi ist ganz paralysiert. Ja, fein, Fausi. Dann tu mal deine Hand weg, sonst beißt er nein. Nee, Mausi, komm. Was soll er machen? Du machst doch nichts. Temperaturwarnung. Also, Masilema, bye bye. Also, wir haben jetzt alles probiert. Der Staubsauger funktioniert nur mit dem kleinen Schlauch, aber das funktioniert hier nicht, weil wir haben den Besen versucht und dann geschaut, es saugt schon ein, aber mit dem langen Schlauch halt nicht. Da ist die Maschine zu klein. Jetzt schicken wir es zurück. Wir sind echt angenervt, aber der hat kein Flow, der macht nicht clear. Ciao, Bello. Der kommt jetzt zurück. Verlass. I don't know what we do now. Wir haben jetzt rumgekehrt und lassen die Maschine jetzt mal 6 Stunden laufen. Und Staubsauger. Ich denke, leave me alone. Ich habe jetzt 2 Sonnenschirme bestellt. Ich mache jetzt nichts mehr mit dem Staubsauger. Also Leute, das war es jetzt wirklich mit dem Video. Seid wieder auf dem neuesten Stand bei uns. Und ja, Mahmoud, der hat den Verkäufer nochmal angerufen von der Rosalie. Der weiß nicht, wie alt. Der weiß nicht, warum sie nicht fliegen kann. Und der hat immer Spatzen, wo einer gefangen hat, ihr gegeben. Oder so halb verendete Vögel bei ihm im Shop, die kurz vorm Sterben waren, hat er ihr gegeben. So, das war's. Und wir gehen jetzt am Sonntag auf den Markt und kaufen maybe Butter oder Chicken Katakit. I don't know. Wir gucken mal. Wir kaufen dann...
Rumi. Salami. Abattarelli. Also Hühner, Hühner, Chicken, sag mal's, Hühner, Küken. Mal so 10, 20 Stück, dann wird sie ja wohl fliegen lernen. Ich versuche das dann mal mit ihr und keine Ahnung. Stress. Jetzt habe ich die Eule da, die Rosalie, gell? Ja, das Wasser ist voll dreckig, weil wir es voll gekehrt haben und dachten, jetzt reinigen wir mit dem Vacuum Cleaner. War nix. Es ist 18 Uhr. Okay, das war's im Video. Bis die Tage. Mashallah. Bye, bye.